Bei Let's Dance bekam Tillmann Schulz seine Nervosität nicht in den Griff. Tillmann Schulz tanzt bei Let's Dance mit doppeltem Schwierigkeitsgrad. Er tanzt nicht nur um Punkte, sondern auch gegen Joachim Jambi. Das war dem Unternehmer bei seiner Rumba mit Profitänzerin Patricia Lionel deutlich anzumerken. Let's Dance, nie gesehene Nervosität. Mozzi Mabuse brachte es in ihrer Bewertung auf den Punkt. Sie habe bei Let's Dance noch nie einen Menschen gesehen, der derart nervös gewesen sei, so die Jurorin, der sofort aufgefallen war, dass Schulz zitterte und sehr blass wurde. Doch die Jurorin sah darin auch etwas Positives. Das zeigt, dass dir das etwas bedeutet. Ich würde einfach sagen, weiter üben. Es kommt an. Irgendwann kommst du aus deinem Schneckenhaus raus und dann wirst du explodieren. Von Joachim Jambi dagegen gab es erwartungsgemäß keine Gnade. Es war eine Stehrumba, keine Bewegungsrumba. Im Grunde hätten wir das Studio hier halb abbauen können, ätzte der Chefjuror. Außerdem sei der Tanz per se nicht verstanden worden. Die Rumba ist ein erotischer, ein emotionaler Tanz zwischen einem Mann und einer Frau. Und das habe ich nicht gesehen, das ist das Problem. Let's Dance. Tillmann Schulz hatte ein Blackout. Die schlechte Stimmung zwischen Jambi und Schulz hatte sich seit Beginn der Staffel aufgebaut. Kaum verwunderlich also, dass der Unternehmer nicht befreit auftreten konnte. Nach dem Auftritt richtete er sich enttäuscht an seine Fans, deren Anrufe ihn in der Entscheidungsshow wider Erwarten in die zweite Runde gebracht hatten. Schulz auf Instagram: Leute, was soll ich sagen? Ich hatte total den Blackout und habe gefühlt alles vergessen. Ich habe mich die Woche halt echt reingehängt, nur um im entscheidenden Moment alles zu vergessen. Aber so ist die Show. Für ihren Auftritt bekamen Schulz und Lionel magere 7 Punkte, davon wieder nur einen von Jambi. Ann-Kathrin Bendixen, die in der Woche zuvor ebenfalls sehr schlecht abgeschnitten hatte, brachte es dagegen auf 10 Punkte. Let's Dance, wer ist raus? Am Ende des Abends mussten Schulz und Lionel die Show verlassen. Inzwischen haben sich sowohl der Kandidat als auch die Profitänzerin zu ihrem Ausscheiden geäußert. Wir sind gespannt, wer kommende Woche gehen muss. Die 17. Staffel ist bisher sehr offen. In Show 2 konnte Favorit Gabriel Kelly nicht mehr so überzeugen wie in den Runden zuvor.